Meine Damen und Herren, was er anfasst, wird zu Gold. Aktuell seine neue Sendung, wer weiß denn sowas, was heißt neu, auch schon wieder 3 Jahre alt, bricht alle Rekorde weiterhin. Klein gegen groß heißt seine Show, wo der ORF auch dabei ist. Ja, genau. Kinder gegen Prominente antreten. Genau, im April das nächste Mal, am 21. wird es stattfinden, tolle Sendung. Mit österreichischen Kindern. Ja. Lieb. Lieb. Oder? Mhm. Sympathische Familienunterhaltung. Sehr. Ist das was für dich? Ja, ich versuche jetzt mal eher auf Captain Iglo, aber falls das nichts werden sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, mein Lieber... Ja. Dann eventuell. Er ist auch Romy nominiert und mit ihm nominiert noch Jan Böhmermann, Jawarani, Moschner, Stipschitz. Er müsste es gewinnen. Hier ist Kai Pflaume. Rastet! Kai Pflaume! Sehr großer Applaus, teilweise spitze Schreie aus dem Publikum. Deine Fangemeinde in Österreich ist groß. Ja, aber ganz schön viele Männer hier. Bist du enttäuscht? Nee, aber das war nicht immer so. Wie, waren früher mehr Frauen, wenn du gekommen bist? Nee, das hing vielleicht auch ein bisschen mit dem Thema der Sendung zusammen. Also, dass so nur die Liebe zählt, da waren immer sehr, sehr viele Frauen. Also, ja. Du wurdest gewählt zum schönsten TV-Moderator Deutschlands. Warst du überrascht oder fandst du es eh richtig? Naja, man wird ja nicht vorher gefragt, ob man da sich zur Wahl stellt. Ja, klar. Ne? Das passiert einfach so. Das freut einen also schon. Ich sag mal so, ich habe als erstes mal geguckt, wer auf Platz 2 ist. Wer war das? Ja, Markus Lanz, ja. Und ich glaube, Wayne Carpendale war auf 3. Aber ich war da vor ein paar Jahren schon mal nominiert und da war Günther Jauch auf 2. Und du auf 1? Ja? Das weiß ich nicht mehr. Warst du je schon mal auf Platz 2 bei irgendeiner Wahl? Bei ganz vielen Sachen. Ja, bei vielen Frauen war ich auf Platz 2, leider. Wo du lieber auf Platz 1? Die bei mir auf 1 waren und ich war bei ihnen aber nur auf 2. Wirklich? Aber war das schon in der Zeit deines Erfolges oder war das vorher? In der kurzen Zeit, als dein Erfolg noch nicht so gigantomanisch groß war? Naja, ich habe ja relativ schnell, nachdem ich beim Fernsehen angefangen bin, meine Frau kennengelernt. Ah. Und wir sind jetzt 21 Jahre verheiratet. Es ist aber nicht die Frau, die du kennengelernt hast. Applaus. Ja, Entschuldigung. Ja, warum nicht? Es war nicht die Frau, die du damals bei Herzblatt kennengelernt hast. Nee. Das war dein erster Fernsehauftritt, du warst Kandidat bei Herzblatt und du hast so gut abgeschnitten damals. Rudi Carrell noch. Ja, das war unglaublich. Dass dich sofort die Caster quasi oder die Fernsehsender verpflichten wollten. Ah, nicht ganz. Ne? Also ich bin nach Herzblatt, ich habe zu der Zeit in der Bank gearbeitet und bin nach Herzblatt dann auch wieder in die Bank zurück und habe aber sehr positive Einstellung gehabt zum Fernsehen, so auch über den Besuch und fand das toll und klasse und habe gedacht, Mensch, vielleicht ist das ja irgendwann mal was. Und dann sind aber noch 2 Jahre ins Land gegangen, bevor ich dann selber mit dem Fernsehen angefangen habe. Aber interessanter Fall, weil dieser Ausschnitt von Herzblatt, habt ihr... Na, haben wir nicht vorbereitet, weil der wird jedes Mal gezeigt, wenn du kommst. Ich habe ihn so lange nicht gesehen. Ja, eben. 2 Wochen oder wie lange? Wie waren die Erfahrungen mit Rudi Carrell eigentlich? Ich wollte nur ganz kurz erzählen, dieser Ausschnitt ist ja ein gutes Beispiel von einmal die Rechte abgetreten und es kann für immer und ewig gezeigt werden, weil die Frau, die ich damals kennengelernt habe, die ist natürlich in dem Ausschnitt auch zu sehen. Und seit ich jetzt Fernsehen mache, seit 25 Jahren, wird dieser Ausschnitt immer und immer und immer wieder gezeigt. Ich glaube, der ganze Bayerische Rundfunk finanziert sich nur aus diesem Ausschnitt. Und ich habe ihr dann irgendwann aber auch mal, also wir haben immer noch losen Kontakt. Und, Was wurde aus ihr? Was macht sie heute? Sie ist verheiratet, hat auch beruflich Karriere gemacht, hat ein Kind und so, alles gut. Ihr seid ja damals, glaube ich, mit dem Herzblatt-Hubschrauber nach Österreich geflogen. Wohin seid ihr eigentlich damals geflogen? Und hast du Österreich damals zum ersten Mal bei Tageslicht gesehen? Weil, soweit ich weiß, bist du ja nach deiner Flucht zwar durch Österreich gekommen, aber es war Nacht und Nebel. Wie hat dir Österreich Welche damals Welche Frage gefallen? Soll ich zuerst beantworten? Beide gleichzeitig. Also wir sind geflogen nach St. Johann. Im Pongau. In Tirol. Ja, Tirol. Okay. Und man hat den ganzen Tag versucht, uns komplett abzufüllen. Also es war alles, was wir da gemacht haben. War mit dem Ziel, dass was passiert? Ja, ich weiß es auch nicht. Also es hat auf jeden Fall, alles, was wir da gemacht haben, gab es immer Alkohol. Und du hast ja gedacht, wow, ich will zum Fernsehen. Sektfrühstück und so. Ne? Aber hat es gefunkt auch oder hat man das eher fürs Fernsehen? Wir fanden uns schon sehr sympathisch. Und ich glaube, das Problem war so ein bisschen, es war doch so, sie wohnte in Hamburg, ich in Frankfurt. Und das war für uns, glaube ich, damals eine Distanz, die konnten wir nicht so einfach überbrücken. Ja. Jetzt aber zum zweiten Teil der Frage. Ja, bitte.
Ja. Ja, du hast Österreich kennengelernt auf der Flucht und bist zuerst im Burgenland gelandet, nehme ich an, oder? War das enttäuschend? Nee. Und hast du gedacht, was, dafür es bin ich geflüchtet aus der DDR? Es war ja dunkel, es genau. Ja. Ja, als ich im September 89 da nach Budapest kam, sind wir ja dort in der deutschen Botschaft von Bussen vom österreichischen Roten Kreuz dann übernommen worden. Ja. Und sind dann über die ungarisch-österreichische Grenze, über Wien, dann nach Passau gefahren. Und das einzige Mal auf der Reise, dass ich österreichischen Boden betreten habe, war irgendwann nachts an einer Autobahnraststelle, wo wir gehalten haben, damit jeder mal so seinen menschlichen Bedürfnissen nachkommen konnte. Und ich war das beeindruckend für dich? Ein Westklo? Ein Westklo? Nee. Also es ging Wasser, ja, das war ganz cool. Aber das kanntest du auch von drüben? Ja, das kannte ich auch von drüben. Also ich komme ja aus Leipzig und wir hatten ja auch durchaus Westfernsehen. Insofern waren mir die Dinge gar nicht so fremd. Ich glaube, was ich als allererstes so wahrgenommen habe, waren die Gerüche, waren andere im Westen Deutschlands. Echt? Naja, es hat gut gerochen. Also so, ja, das ist so dieser Parfümduft. Auch auf der Toilette. Ja, auf der Toilette. Ja, das ist ein schönes Kompliment eigentlich für die Autobahnraststätten. Ja. Oder? Aber das war ja auch 89, heute hat sich das auch verändert. Ja, vielleicht. Montag bis Freitag läuft ein sehr erfolgreiches Quiz. Wer weiß denn sowas? 4 Millionen Zuschauer pro Ausgabe im Schnitt. Um 18 Uhr. Um 18 Uhr, Wahnsinn. Ja. Also ich glaube, wir haben da einfach einen Nerv getroffen. Ich glaube, die Chemie stimmt natürlich auch. Das sieht man also auch mit Bernhard Hoecker und Elton. Wir haben da unglaublich viel Spaß. Ich glaube, die Art der Fragen ist etwas, die unsere Zuschauer fasziniert. Und das ist auch wirklich so, wenn man so bestimmte Fragen dann hört. Das sind oft Fragen, wo man sagt, Mensch, habe ich mich noch nie gefragt. Hat man aber täglich mit zu tun. Und dann gibt es aber andere Fragen, wo man sagt, kann man wissen, muss man aber nicht. Aber wenn die Frage einmal gestellt ist, dann willst du es auch wissen. Und das ist, glaube ich, so die Faszination an diesem Format. Und es geht nicht um die riesigen Gewinne. Es geht nicht darum, dass man hofft, dass jemand 6 Millionen Euro gewinnt. Also man könnte das ja theoretisch mit euch auch im ORF spielen. Ich meine, ihr wärt zwei super Teamkapitäne. Das ist ja bei uns so, dass das Publikum sich dann entscheiden muss, auf welche Seite, also sprich hinter wen von euch beiden sie sich setzen. Ja. Und das Team, das dann gewinnt, bekommt das Geld, das erspielt wird, pro Kopf umgerechnet und direkt bar ausgezahlt. Und die meisten sitzen aber hinter Hoecker, oder? Das ist natürlich so ein bisschen die Illusion. Bernhard Hoecker hat ja das Internet auswendig gelernt. Ja, er weiß sehr viel. Er weiß alles. Ja. Ja, er weiß schon wirklich auch sehr viel. Aber Elton aber auch. Ja, Elton ist auch sehr clever. Ja. Also, und insofern, Bernhard liegt ein paar Siege vorne, aber insgesamt gar nicht so viel. Aber da hinter Elton dann weniger Leute sitzen, gewinnt man, wenn man hinter Elton sitzt und gewinnt, dann meistens mehr Geld. Ja. Und gibt es Verschleißerscheinungen, Substanzverlust ist da, dass du manchmal nach Hause kommst und denkst, ich schmeiß den ganzen Kram hin und werde wieder Börsenmakler? Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich nach wie vor Spaß habe. Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, dass man den Spaß an den Dingen, die man da macht, nicht verliert und nicht Sachen macht, weil man sie machen muss, sondern wirklich freiwillig da ist. Ja. Das kennen wir nicht. Wir haben eine super Band. Ich meine, das haben wir nicht. Wir haben keine Live-Band. Ich hätte gerne eine Live-Band, aber ihr habt eine sensationelle Live-Band. Danke dir vielmals dafür. Vielen Dank. Und unter anderem machst du eben auch die Sendung Klein gegen Groß. Die gibt es, glaube ich, wie oft? Fünfmal im Jahr? Fünfmal im Jahr. Jetzt kommt der ORF ins Spiel. Der ORF ist schon seit einem Jahr dabei. Seit einem Jahr dabei. Ja, schön, dass du schon mal reingeschaut hast. Ja, danke. Ich schaue mir die Quizshow gerne an, aber das ist mir irgendwie zu... Ist mehr was für Captain Iglo. Ja, das mag Kinder gegen Prominente, interessiert mich nur. Ja, aber interessanterweise ist es so, dass die Kinder in der Regel gewinnen gegen die Prominenten. Ja, liegt das daran, dass ihr die Prominenten extra dumme Prominente auswählt? oder sind das extrem intelligente Kinder? Oder ist die Sendung geschoben? Ja, genau. Naja, kann ja sein. Ich wollte es schon immer mal sagen. Nein, es ist tatsächlich so, dass wir sehr viele Vorkehrungen getroffen haben, dass eben genau das nicht passieren kann. Also, dass die Prominenten die Kinder nicht gewinnen lassen können. Ja. Zum Beispiel bei den sportlichen Duellen haben die Prominente immer verbundene Augen und Kopfhörer auf. Die wissen gar nicht, was die Kinder gerade geleistet haben. Ne? Und von daher wissen sie auch nicht, welches Ziel sie da ansteuern könnten. Und das ist extrem wichtig, weil das eine Sendung ist, die lebt sehr vom Wettkampf, vom Wettbewerb. Und die Kinder sind natürlich super gut vorbereitet. Na, Kinder sind so wunderbar ehrlich. Weißt du, du weißt ja nie, was kommt. Ne? Also, ich meine, das war ja gerade das beste Beispiel. Wie lange machst du das schon seit meiner Kindheit? Ja. Das sind halt so Dinge,
die passieren halt immer wieder. Und ich besuche die Kinder ja dann auch vor der Sendung zu Hause und lerne. Du testest sie sozusagen? Nee, es geht nicht ums Testen. Es geht darum, sie kennenzulernen. Es geht darum, ihren familiären Alltag und kennenzulernen. Die Eltern sind einverstanden, dass du es machst? Ja, die sind oft dabei. Ja. Gut. Ja, man guckt sich das Kinderzimmer an. Das ist ja so eine Art Visitenkarte. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil für die Sendung. Ja. Du lebst ja relativ skandalfrei. Ja, total. Ja. Also sowas wie Helmut Berger kann dir nicht passieren. Und denkt man, naja, weiß nicht. Na, ich meine, das kann jedem passieren, sich mal in die Hose scheißen oder sowas. Das geht natürlich. Ja, aber nicht bei Klein gegen Groß. Nein, nicht bei Klein. Obwohl gerade bei Klein gegen Groß. Nein, aber gibt es ein Laster in deinem Leben, dass du gerne loswerden würdest wollen? Oder mein, du, es macht schon den Eindruck, dass alles relativ perfekt läuft. Du musst es jetzt auch nicht sagen, aber gibt es Abgründe in deinem Leben, von denen niemand was weiß? Was meinst du, was für Abgründe? Also ich in der Tat, ich rauche nicht, ich trinke in Maßen Alkohol, ich schlage weder Frauen noch Kinder. Ja. Hast Spaß am Leben trotzdem? Ich schlafe nackt. Ja, du schläfst nackt? Ich schlafe nackt. Ist das ein Skandal? Ja, das ist schon relativ schlüpfrig. Wieso, ist das hier in der Sendung schon mal gefragt worden? Ist das gestern schon mal gefragt? Ja, das, ja, ich frage das. Was ich auch oft gerne frage, ist, wann du das letzte Mal im Hotel masturbiert hast. Ja? Im Hotel? Ja. Warum im Hotel? Im Hotel finde ich es irgendwie interessanter. Aber du musst es nicht beantworten. Ja, natürlich nicht. Ja. Und wann hast du das letzte Mal im Hotel onaniert? Vorgestern. Ja? Einfache Frage, ja, einfache klar, Antwort. Klar, Frage, musst, ja, ja. Und da du das Zimmer neben mir hattest, weiß ich, dass du auch vorgestern das letzte Mal. Die Wände waren nicht so gut. Nein, aber interessant, Nacktschläfer. Wieso kein Pyjama? Ich hätte jetzt eher gedacht, schöner englischer Pyjama. Vielleicht noch aus der schlechten Zeit in der DDR. Wir hatten ja nichts. Ihr hattet ja nichts. Du bist für die Romy nominiert. Wird die Romy in Deutschland ernst genommen oder steht sie im Schatten von Goldene Kamera? Gesundheit. Und sowas? Gesundheit. Ja. Hm? Bitte. Ja. Ja. Romy ist, die Romy ist natürlich sehr, die Romy ist natürlich sehr anerkannt in Deutschland, natürlich. Ja. Ja, also kennt man, ist sehr geschätzt und viele Kollegen haben die Romy ja auch schon bekommen und ich noch nicht, also ich würde mich freuen. Du würdest dich freuen, ja, du bist nominiert mit Böhmermann, mit Niavarani, sagt dir das was, Michael Niavarani? Nee, das ist der einzige tatsächlich in der Reihe, den ich nicht kenne. Ja, das ist interessant. In Deutschland nicht. Naja, in Deutschland. Ja, das ist interessant. Ja. Ja, da muss man nicht buchen. Nein, aber das liegt an Niavarani, weil er Deutschland meidet. Er meidet das. Ja. Ja. Er spielt halt in Österreich. Er ist ein Gigant hier. Ja, ein totaler Gigant. Man, in Deutschland. Aber ich kannte Willkommen Österreich. Also ich kannte auch den Kaiser. Also. Ja. Den Kaiser muss man nicht kennen. Palfrader, Robert Palfrader. Ja. Ja. Warst du bei dem? Du warst bei ihm zu Gast. Ja, war ich vor einiger Zeit. Ja. Und wie war's? Ganz gut. Ich wette, der hat den Ausschnitt gespielt, wo du bei Herzblatt warst damals. Ich wette. Ganz hat sicher. Ich wette. Ja. 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 Dem fällt nichts mehr ein. Aber nachdem ich da war, habe ich gesagt, kann ich hier auch herkommen. Ja. So. Erst nach. Waren wir Second Choice oder war das die Vorbereitung auf uns? Nee, ich wäre auch zuerst zu euch gekommen, aber die hatten zuerst gefragt. Ja. Ja. Okay. Wie war's? Habe ich ja gerade gefragt. Nein, ich bin. Ach so, ich hab nicht ganz zugehört. Ganz gut, angeblich ganz gut. Aber lass es mich doch eben auch nochmal. Also ich bin ja schon froh, dass ihr euch nicht in der dritten Person anreden müsst. Das ist ganz genau. Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn du die Romy. Wir haben auch schon eine Romy. Wofür? Wofür eigentlich? Also stimmt. Entschuldigung. Aus heutiger Sicht würde ich sagen fürs Lebenswerk. Fürs Lebenswerk. Ja, ist schon recht. Nein. Ist schon recht. Das möchte ich nicht so stehen lassen. Ich meinte in der Kategorie Information oder Unterhaltung? Unterhaltung, ja. Unterhaltung. Information wäre aber auch schön gewesen. Bist du eigentlich, lieber Kai, du bist ja relativ reich, ich darf das so sagen. Hast du Bitcoins? Bist du Bitcoin-Millionär? Nee. In Bitcoins nicht investiert? Mhm. Aber Bitcoins ist ja auch mehr was für Leute, die zum Beispiel im Darknet irgendwas bezahlen müssen, also eben, wo man nicht mehr mit offizieller Währung. Ich weiß. Deswegen passt es für mich. Ja. Warst du schon mal im Darknet? Nein. Du? Auch noch nicht. Nein, ich war noch nie im Darknet. Captain Iglo im Darknet, das ist doch ein Filmtitel, oder? Das raubt vielen Kindern Illusionen. Captain Iglo jetzt im Darknet.